Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, in der letzten Folge waren wir ja hier rechts im Gasthof Dombre und haben mit einer netten Frau gesprochen, dessen Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe. Und da steht auch unser Motorrad. Können wir uns das mal anschauen? Schade, dass praktisch ganz Wagen nur für Fußgänger ist. Nach so vielen Monaten ist mir das Motorrad ans Herz gewachsen. Ja, eine alte Schrottkarre, aber schon ein cooles Teil. So, die gute Frau hatte gesagt, dass wir konnten auch, glaube ich, laufen. Ne? Naja, aber hier dürfen wir es wieder nicht. Dass wir hier die Treppe nach oben gehen sollen und dann soll hier direkt eine Haltestelle sein. Ist das eine Haltestelle? Ah, da ist die berühmte Wagner Tram. Ich sollte auf der Karte schauen, welche Linie ich zum Antiquitätenviertel nehmen muss. Ja. Blumenviertel sind wir jetzt anscheinend gerade drin und wir müssen zum Antiquitätenviertel, also dahin. Haben Sie gehört, was das Tauwetter auf dem Berg zutage gebracht hat? Am Teufelskragen? Da war vor kurzem etwas in den Nachrichten. Gibt es denn was Neues? Sie vermuten, dass es sich um Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, als alpine Widerstandsnetzwerke Flüchtlinge in die Schweiz brachten. Üble Zeiten waren das. Ja, nicht die besten Zeiten in unserer Geschichte. So, das Geschäft Müller finden. Vor dem Gespräch mit dem Antiquitätenhändler, keine Ahnung, was machen. Ja, gucken erstmal, hier kommen wir nicht weiter, das habe ich mir schon fast gedacht. Das sieht eigentlich gut aus, Antiquitätenhändler. Aber das scheint einen anderen Namen zu haben. Ein Antiquitätenladen, aber nicht der, den ich suche. Sag ich doch. Okay. Mit ihm können wir nicht sprechen. Mit denen auch nicht. Hinten links ein Gemälde. Müller? Einfach geradeaus. Nicht zu verfehlen. Okay. Das ist geradeaus, aber hier komme ich nicht rein. Aber wir probieren es mal hier vorne. Ich kann es nicht richtig lesen da oben. Nein, das ist nicht der Antiquitätenladen, den ich suche. Glanzvolle Aktivitäten. Quatsch, Antiquitäten. Okay.
Geht sie mal weiter? Hallo? Nicht stehen bleiben. Was ist das hier? Seit der Zeit im Bergwerk habe ich komplett den Appetit verloren. Andererseits ist Wagen weltberühmt für seine Kuchen. Müller und Söhne. Das muss der richtige Laden sein. Dachte ich's mir doch. Also war Hans tatsächlich hier in Wagen. Das Firmenzeichen auf der Kugel beweist es. Wozu dieser Automat wohl gut war? Ich muss ihn mir näher ansehen. Das heißt, wenn mich jemand reinlässt. Na? Inventur. In dringenden Fällen dreimal klingeln. Okay, schätze mal, das ist ein dringender Fall. Kann ich helfen? Ja, tut mir leid, wenn ich störe. Hi. Ich meine, guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Fräulein. Ich mache Inventur, bin beschäftigt. Oh, tut mir leid, Sie zu stören. Aber wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne ein Bild zeigen. Ein Bild? Ja, von jemandem, den ich suche. Eine junge Frau, die aussah wie ich. Ich habe viel zu tun. Aber na gut, ich höre. Sehen Sie? Hier steht der Name Ihres Geschäfts. Ja, das Etikett kommt definitiv von ihr. Ist aber sehr alt. Es ist der einzige Hinweis, den ich auf den Verbleib der Frau habe. Verstehe. Ich vermute, wem auch immer das Bild gehörte, muss hier Kunde gewesen sein. Bevor das Gemälde im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten gestohlen wurde. Das ist sehr gut möglich. Das war, als der Laden noch Künstlerbedarf verkaufte. Wie Sie sehen, haben wir solche Artikel nicht mehr im Angebot. Dürfte ich vielleicht mal sehen? Nur zu gern. Mir wurde gesagt, ich sehe aus wie die abgebildete Frau. Zweifellos etwas übertrieben. Aber wissen Sie eventuell, wer sie gewesen sein könnte? Das ist keine Übertreibung, Fräulein. Tatsächlich sieht sie aus wie Sie. Aber pardon, ich kenne sie nicht. Wissen Sie vielleicht etwas über den Künstler? Nun ja, ich würde sagen, der Stil ist naturalistisch. Was bei dem Datum ja auch Sinn ergibt. Die Signatur ist sehr blass. Soweit ich das erkennen kann... Nein, nein, der Name sagt mir nichts. Tut mir leid, Fräulein. Wie kann es sein, dass die Rolle aus Ihrem Laden kommt? Dem Datum nach muss das Bild zur Zeit meines Großvaters gemalt worden sein. Damals haben wir noch Künstlerbedarf verkauft. Mit dieser Art von Rolle wurden Gemälde geschützt. Oder Dokumente, ein Manuskript oder auch Musiknoten. Ansonsten kann ich Ihnen nicht viel mehr sagen. Schade, Sie waren meine letzte Hoffnung. Ich kann Ihnen sagen, wo es gemalt wurde, falls das hilft. Oh? Ja, ich bin mir sicher. Das ist die Berghütte am Silberspiegel. Im Hintergrund kann man den Bergkessel sehen. Er liegt oberhalb von Wagen und zieht sich bis zur Schweizer Grenze. Aha. Man kommt mit der Tram hin, nach Südosten und an der Endstation raus. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Es ist aber noch eine ordentliche Wanderung bis zur Hütte. Oh, das schaffe ich. Brauchen Sie noch etwas? Tatsächlich ja. Ich habe in Ihrem Schaufenster etwas gesehen, dort.
Eine Metallkugel, in der das mechanische Herz eines Automaten funktionieren könnte, das ich besitze. Ja, sie ist ein echter Vorarlberg. Dürfte ich es mal probieren? Aber natürlich. Ich hole sie. Bitteschön. Danke. Okay. Wie machen wir das jetzt? Na? Sie hat sich bewegt. Vielleicht kann man sie öffnen. Ja, aber wie? Sie hat sich bewegt. Ja. Vielleicht kann man sie öffnen. Habe ich verstanden. Aber wie? Ich muss doch irgendwie wieder zurück. Nein, andersrum. Hans Logo. Das wussten wir schon, ja. Okay. Muss ich das nach oben schieben? Moment. So. Bringt uns das jetzt irgendetwas? Moment, das hatten wir gerade geöffnet, ne? Oder? Nee, da haben wir das. Doch, Moment. Na. Sieht aus, als wäre da etwas unter den Schuppen. Ich hasse solche Rätsel. Aber da kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich kann das nur nach oben oder nach unten verschieben. Ich könnte das jetzt so machen, dass man da durchsehen kann. Aber die Frage ist, bringt uns das was? Oh, Moment. Oh, ist das so kompliziert? Okay. Sieht aus wie ein Schlüssel. Ein Vorarlberg-Schlüssel. Tut mir leid, aber ich muss mich wieder an die Inventur machen. Wenn Sie also nichts mehr brauchen... Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke mal, das ist das Einzige, was wir jetzt hier rausziehen können. Kann ich sonst mit ihm nochmal reden oder so? Nee, ne? Nee. Moment, der Vorarlberg-Kugel Oskars Herz einsetzen. Ah, Moment. Wie mache ich das jetzt? Sieht aus, als wäre da etwas unter den Schuppen. Ja, das habe ich schon verstanden. Gibt es denn da hinten auch nochmal sowas? Nee, hier ist das Ding rausgekommen, ne?
Da kann man nichts machen. Da auch nicht. Falsch. Nochmal von vorn. Oh nee, ich brauche jetzt nicht ernsthaft. Ach du Scheiße. Okay. Na komm. Falsch. Nochmal von vorn. Falsch. Nochmal von vorn. Falsch. Nochmal von vorn. Falsch. Nochmal von vorn. Hä? Muss ich irgendwo dazwischen halten? Nee, nur die bewegen sich, die eine Zahl drauf haben. Falsch. Nochmal von vorn. Ich habe auf den Schuppen um die Zahnräder herum einige Zeichen gesehen. Sieht aus, als müsste ich sie auf eine bestimmte Kombination einstellen. Ja, so viel habe ich auch schon rausgefunden. Ich habe auf den Schuppen um die Zahnräder herum einige Zeichen gesehen. Sieht aus, als müsste ich sie auf eine bestimmte Kombination einstellen. 1, 3, 5, 7, 9. Ah, Moment. Moment. Das muss ich mir mal eben aufschreiben. Falls das jetzt das ist, also N293670. Aber 2 ist da nicht drin. Könnte man höchstens 93670. Moment. Oh je. Aber ich habe kein N. Aber wir müssten theoretisch mit 2 anfangen. Oder? Oh Gott. 2. Da müsste ich auf die andere Seite gehen. Oh Gott, oh Gott. Und dann auf die 9. Oh, dreh dich weiter, komm. Nein. Nein, dreh dich weiter. Dreh dich weiter. 9. Dann die 3. Da muss ich wieder raus. So, dann die 6.7. Boah, dauert das lange. Okay, 7 haben wir aber nicht. Doch, haben wir doch. Oh, ich dachte schon. 7 und die 0 am Ende. So.
Oh Gott. Ah! Benutzen. Miniaturgegenstand, das dürfte da sein, ne? Ja. So. Das klingt irgendwie ein bisschen gruselig. Das wird langsam zur Gewohnheit. Ja, irgendwie schon. Sie wieder zu erwecken wird langsam Routine. Ich bin so froh, Sie wieder zu haben. Ich bin ebenfalls entzückt, Kate Walker. Doch meine internen Prozesse scheinen gestört zu sein. Die Instinkte dieses Wirtskörpers widersprechen den meinen und... Oscar, ist alles okay? Nein, bleiben Sie hier! Oh weh, ich habe keine Kontrolle. Hilfe! Bitte, Kate Walker, Hilfe! Oh, Scheiße. Oscar, wo wollen Sie hin? Ich kann nicht anders, Kate Walker. Es zieht mich fort. Oscar, halt! Kommen Sie zurück! Ich bin außer Kontrolle, Kate Walker. Hilfe! Hey, was zum... Wo läuft sie denn jetzt hin? Da ist er doch nicht. Aber wo ist er? Das ist jetzt die große Frage. Oh je, oh je. Hallo? Kann man mit euch irgendwie sprechen? Das Ding ist verrückt! Das Ding ist verrückt! Okay, also er scheint irgendwie hier vorbeigekommen zu sein. Ja, geh doch mal weiter. Los. Hallo. Wieso kann ich von oben runterkommen, aber nicht nach oben weitergehen? Ah, jetzt müssen wir Oscar auch noch finden. Oh je. Treppe, nach oben gehen. Gut, da waren wir noch nicht, ne? Ich höre ihn. Glaube ich. Oder? Hm. Oscar, antworten Sie mir! Kleiner, wo bist du? Oscar! Oscar, sind Sie da? Oscar! Na, wieso kann man nicht mit denen reden? Ach, jetzt? Sagen Sie doch was, Oscar! Ich höre ihn doch. Mann, 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 Mann. Also das mit der Kontrolle, mit dem Gehen, das ist immer so eine Sache. Das ist wirklich, dann bleibt sie Oscar, stehen. Oscar, antworten Sie mir! Haben Sie einen Automaten gesehen? Einem kleinen Tier ähnlich. Oh, allerdings. Der kleine Schlingel ist in dieser Truhe verschwunden. Nein, bitte kein neues Rätsel. Durchhalten, Oscar. Bleiben Sie, wo Sie sind, okay? Das
sollte in dieser Lage kein Problem sein, Kate Walker. Aber bitte beeilen Sie sich. Die Instinkte dieses Wirtskörpers kämpfen um die Kontrolle über mich. Und? Haben Sie den Schlüssel? Oh, ich habe eine Menge davon an meinem Stand. Suchen Sie sich den richtigen aus und dann verschwinden Sie mit Ihrem blöden Schoßtier. Okay. Kreisförmiger Schlüssel. Keine Ahnung, ob der das ist. Ich nehme den mal einfach mit. Ja, der sieht ja so ähnlich aus. Er hat eine Menge davon am Stand. 2 Stück. Wow. Okay. Na. Ich warne Sie. Habe ich jetzt auch nicht geöffnet, ne? Weil der hat jetzt nicht... Und? Haben Sie den Schlüssel? Oh, ich habe eine Menge davon an meinem Stand. Suchen Sie sich den richtigen aus und dann verschwinden Sie mit Ihrem blöden Schoßtier. Ah, kommt man hier unten doch noch was machen? Ah. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, aber ich habe dann irgendwie nichts gesehen, dass ich was machen konnte. Will er auch nicht. Hä? Eieiei. Ach so, ich muss das... Ja, verstehe. Ich muss das eine erst untersucht haben und ausprobiert haben, bevor ich das andere machen kann. Ach, da ist einer. Na, gehst du da drauf? Wir versuchen es halt fleißig weiter. Der ist es. Ja, weiter, weiter, weiter. Komm. Komm. Ah, da sind sie. Oscar. Nein. Nicht. Oscar, nicht bewegen. Oscar? Eieiei. Da ist er doch. Ach, da sind sie ja. Verzeihung, Kate Walker. Es scheint, ich bin nicht in der Lage, die Instinkte dieses Körpers zu lenken. Er bewegt sich nicht. Durchhalten, Oscar. Ich finde etwas, um ihn herauszuscheuchen. Ich meine, Sie oder so. Sie wissen, was ich meine. Ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne einen schönen Cut gemacht. Nein, aber den kann ich nicht. Hey, Moment mal. Doch, kann er. Kate Walker, was machen? Tut mir leid, Oscar. Etwas anderes ist mir nicht eingefallen. Sie müssen dagegen ankämpfen, Oscar. Sie läuft so ganz gemütlich hinterher. Okay, kann man jetzt von hier oben tatsächlich was machen? Da. Kämpfen Sie, Oscar! Es geht nicht! Zumindest hat man sich mal was einfallen lassen. Wo ist der denn jetzt hin? Kleiner? Hä? Der ist doch runtergelaufen. Sie schaffen das, Oscar. Ich weiß es. Er sitzt in einer Sackgasse fest. Jetzt habe ich ihn. Okay, mal schauen, ob wir ihn haben. Aber wir können ja auch nicht vernünftig laufen und nix. Wir müssen ja wieder gehen.
So, Moment, da hinten rechts ist er reingelaufen, ne? Oscar, was tun Sie da? Ich kann die infernalischen Instinkte der Kreatur nicht steuern. Helfen Sie mir bitte. Okay, ganz ruhig. Braver Junge. So ist es gut. Brav. Verhandeln, genau. Komm her, braves Tier. Komm jetzt her. Oh, so ein braver Junge. Komm. Wer will ein Leckerli? Wenn du jetzt herkommst, gebe ich dir eins. Komm schon her. Oscar! Oscar, nicht! Oscar! Es war so klar. Oscar, bitte! Kommen Sie zurück! Ich brauche Sie! Ich will nicht aufgeben. Kann ich einfach nur lange durchhalten, dass die nicht aufgeben muss? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, schade, schade. Ich dachte, wir können ihn doch noch einfangen, aber er war einfach zu flink. Dann würde ich sagen, dass wir hier mal einen schnellen Cut machen und dass wir, ja, dann die Reise auf den Berg oder was das jetzt war, in der nächsten Folge ansehen. Bis dann. Ciao.